kann nichts geben, was nicht als Arbeit begriffen wird. Arbeit ist das Tempo der Faust, der Gedanken des Herzens, das Leben bei Tag und bei Nacht. Die Wissenschaft, die Liebe, die Kunst, der Glaube, der Kultus, der Krieg. Arbeit ist die Schwingung des Atoms und die Kraft, die Sterne und Sonnensysteme bewegt. Der Erdkreis ist vom Schutter zertrümmerter Bilder bedeckt. Wir nehmen an einem Schauspiel des Unterganges teil, der nur mit geologischen Katastrophen zu vergleichen ist. Es hieße Zeit verlieren, sich am Pessimismus der Zerstörten oder am flachen Optimismus der Zerstörenden zu beteiligen. In einem bis an die letzten Grenzen von jeder wirklichen Herrschaft leergefegten Raum ist der Wille zur Macht atomisiert. Der Arbeitsraum ist unbegrenzt, ebenso wie der Arbeitstag 24 Stunden umfasst. Das Gegenteil der Arbeit ist nicht etwa Ruhe oder Muße, sondern es gibt unter diesem Gesichtswinkel keinen Zustand, der nicht als Arbeit begriffen wird. Der Zustand, in dem wir uns befinden, gleicht dem Zwischenakt, in dem der Vorhang gefallen ist und die verwirrende Verwandlung des Personals und der Requisiten sich vollzieht. Was uns am jetzigen Zustand beachtlich ist, das ist die Vorbereitung einer neuen Einheit des Ortes, der Zeit und der Person, einer dramatischen Einheit, deren Heraufkunft hinter den Trümmern der Kultur und unter der tödlichen Maske der Zivilisation zu ahnen ist. Wir müssen einsehen, dass wir in eine Landschaft aus Eis und Fels geboren sind. Das Vergangene ist so beschaffen, dass man an ihm nicht haften, und das Werdende so, dass man sich in ihm nicht einrichten kann. Verändert hat sich auch das Gesicht, das dem Beobachter unter dem Stahlhelm entgegenblickt. Es hat an Mannigfaltigkeit und damit an Individualität verloren, während es an Schärfe und Bestimmtheit der Einzelausprägung gewonnen hat. Es ist metallischer geworden, auf seiner Oberfläche gleichsam galvanisiert, der Knochenbau tritt deutlicher hervor. Die Züge sind ausgespart und angespannt. Der Blick ist ruhig und fixiert, geschult an der Betrachtung von Gegenständen, die in Zuständen hoher Geschwindigkeit zu erfassen sind. Es ist dies das Gesicht einer Rasse, die sich unter den eigenartigen Anforderungen einer neuen Landschaft zu entwickeln beginnt und die der Einzelne nicht als Person oder als Individuum, sondern als Typus repräsentiert.